Also ich bin Soziologe. Soziologie, ihr habt sicher wisst, was das ist. Soziologie ist so ziemlich das Überflüssigste, was es gibt. Es gibt noch Dinge, die weniger überflüssig sind wie Kunst oder so. Soziologen können eigentlich nichts Besonderes. Also deshalb ist Soziologie tatsächlich sehr überflüssig. Die Soziologen sagen das nicht sehr gerne und sie brauchen das auch nicht so gerne zu sagen, weil sie sich am liebsten miteinander unterhalten. Und wenn die sich miteinander unterhalten, ist klar, dann haben die diese Probleme nicht mit der Frage, die Frage zu beantworten, was kann eigentlich ein Soziologe? Und die Antwort lautet, ein Soziologe erforscht Gesellschaft, der kann das, da können die schon sehr viel. Aber wenn sie es dann mit Gesellschaft zu tun haben, also wenn die Soziologen sagen, wir einmal Wasser umtreten müssen, dann haben sie die gleichen Probleme wie alle anderen auch. Also Soziologen sind in dieser Hinsicht nicht kompetenter als alle anderen. Das habe ich selber erlebt. Mussten wir uns eine neue Ölheizung zulegen. Die alte Heizung war 36 Jahre alt. Sie hatte einen enorm hohen Verbrauch und die musste nun erneuert werden. Und dann hatte ich mich eben gefragt, was nehmen wir denn für eine? Und da ich nun selber kein Heizungsbauer bin und auch von Heizungsanlagen so keine Ahnung habe, habe ich eben gedacht, ich gehe den ganz normalen Weg. Ich wende mich eben an zuständige Experten, die sich damit auskennen. Und wenn ich die befragt habe, dann werde ich so langsam herausfinden können, was ich mir denn für eine Heizung zulege. Also die Geschichte selber will ich euch nicht erzählen, weil das dauert zu lange. Und sie ist auch viel zu kompliziert. Und ab einem gewissen Maß an Komplikationen wird eine Geschichte danach so verworren, dass es dann auch nicht mehr interessant ist. Also insofern will ich euch die Geschichte meiner kleinen Odyssee, die ich da erlebt habe, nicht erzählen. Ich will nur eben kurz zusammenfassen, welche Art von Erfahrung ich da gemacht habe. Es ist nämlich, so habe ich festgestellt, nicht so aussichtslos wie von Fachleuten, beziehungsweise besser gesagt von Fachexperten, die etwas von ihrem Fach verstehen, eine klare und eindeutige Auskunft zu bekommen. Dabei gilt folgende Regel. Also fragt man einen Experten um Rat, dann bekommt man fast jedes Mal eine sehr kompetente und sehr aufschlussreiche Antwort. Das ist keine Frage. Es ist ja nicht so, dass die Fachexperten komplett inkompetent sind, so ist das nicht, nein. Aber wenn man einen zweiten fragt, dann wird es schwierig, ne? Oder erst recht, wenn man einen dritten oder gar wenn man einen vierten um Rat fragt, dann wird es schwierig. Dann verliert man sehr schnell den Überblick. Ne? Man wird dann sehr schnell herausfinden, jeder Experte weiß natürlich ganz genau, was richtig und was falsch ist, aber jeder weiß am Ende, stellt man fest, jeder weiß was anderes und dann steht man da. Außerdem hatte ich die Erfahrung gemacht, dass man Experten nicht auf ihre eigenen Widersprüche aufmerksam machen sollte. Denn wenn man das tut, das hatte ich gemacht, dumm wie ich war oder wie ich immer noch bin, ich hatte sie auf ihre eigenen Widersprüche aufmerksam gemacht und dann redeten sie sich immer raus mit, es kommt ja immer darauf an, was der Kunde will. Und das leuchtete mir ein und als ich dann gesagt hatte, was ich will, dann hatten sie dagegen Einwände. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn Experten dann, obwohl ich nun wirklich Laie war und wirklich von diesen Dingen keine Ahnung hatte, aber wenn er dann doch mal mit seinem Latein am Ende war oder auch merkte, dass er so gut nicht informiert ist, dann wurde mir empfohlen, ich könnte mich doch mal im Internet schlau machen. Und ich Dummkopf habe das gemacht. Und dann war ja meistens das Beratungsgespräch immer zu Ende. Und erst dann habe ich mich also schlauer gemacht und dann habe ich mich natürlich beim nächsten Beratungsgespräch an den nächsten Experten gewendet und habe nun meine neu erworbenen Kenntnisse vorgetragen und dann hörte ich seine Meinung und er sagt, naja, ist ja klar, im Internet, man soll ja nicht immer alles glauben, was man da so liest, ist klar. Auf diese Weise habe ich mich praktisch 3 Jahre im Kreis bewegt und ich habe 3 Jahre es also nicht geschafft, eine Kaufentscheidung treffen zu können. Und irgendwann habe ich gesagt, das ist eigentlich egal. Also entweder muss ich mich selber zum Experten ausbilden lassen oder mich selber zum Experten ausbilden und das dauert ja auch jahrelang, die Heizung war nun bald wirklich kaputt. Und da das eben nicht geht, egal, ich bin einfach zum nächsten Heizungsbauer am Ort gegangen, habe gesagt, ich brauche eine neue Ölheizung. Wann kann die geliefert werden? Und plopp, ging es ganz schnell. Ne? Also bloß nicht fragen, alles andere ist zu kompliziert. Die Lehre aus der Geschichte scheint relativ einleuchtend zu sein. Es kommt, wenn man es mit Experten zu tun hat, nicht darauf an, was richtig und was falsch ist, sondern es kommt immer darauf an, was er zu verkaufen hat. Das kennen wir eigentlich. Und es hilft auch nicht, wenn der Experte meint, also er sei ein unabhängiger Experte. Weil diese unabhängigen Experten in der Regel eigentlich nur ihre Unabhängigkeit zu verkaufen haben und damit kann kein Mensch etwas anfangen. Was soll ich mit Unabhängigkeit? Ich brauche eine Heizung.
Nun mag natürlich diese Geschichte ziemlich drollig sein, das ist klar. Man kann darüber lachen. Ich habe dann irgendwann auch darüber gelacht, also weil man es ja dann irgendwann nicht aushält, aber spätestens dann, wenn man es mit anderen Dingen zu tun bekommt. Nicht wahr? Wenn man also, sagen wir, mit Ärzten zu tun hat, wenn man eine schwere Krankheit hat, wenn man riskante Therapien vorgeschlagen bekommt, dann macht das keinen Spaß mehr. Und es gibt ja auch viele andere Dinge im Leben, die für das Leben von großer Bedeutung sind. Denken wir etwa mal an Kindererziehung, nicht wahr? Oder die Sorge um die alt gewordenen Eltern. Oder die Berufswahl. Das sind ja nun alles Sachen, oder gesunde Ernährung. Das sind ja nun alles wirklich Sachen, die alles nicht so einfach zu lösen ist, lösen sind und für die es eine Vielzahl von Fachexperten gibt. Und das gilt auch für Datenschutz. Und in allen Fällen ist, wenn man sich dann damit befasst, die Verwirrungssituation ähnlich. Wollte man sich die Mühe machen, ein Soziologe käme, könnte auf diesen Gedanken kommen, wollte man sich die Mühe machen, ein Maß für gesellschaftliche Ordnung zu definieren, könnte man auf die Idee kommen, dass die Ordnung einer Gesellschaft umso stabiler ist, je mehr Fachexperten es gibt, die mit ihren verschiedenen Meinungen die Verwirrung steigern. Denn die Verwirrung selbst, die Verwirrung ist das Ordnungsmuster der Gesellschaft. Nichts ist so wahrscheinlich wie die Fortsetzung der Verwirrung, wenn Fachexperten ihre klare und eindeutige Meinung äußern. Das heißt, stabil bleibt immer nur die Ordnung der Verwirrung. Wenn die Gesellschaft, also und wenn die moderne Gesellschaft und auch sonst unser alltägliches Leben uns wenig Gewissheiten, wenig Verlässlichkeiten und wenig Zuverlässiges bereitstellt und erzeugt, aber mit der Fortsetzung der Verwirrung, da ist eigentlich immer drauf Verlass. Neulich habe ich im Radio eine Sendung gehört beim Hessischen Rundfunk, da ging es um die Energiewende. Es wurden also in diesem einstündige Sendung, es wurden also nacheinander verschiedene Experten zu dieser Energiepolitik befragt und es wurde eben danach gefragt, was denn gegenwärtig alles falsch läuft in der Sache und was man denn tun müsste, damit es richtig läuft. Also nach einer halben Stunde war das Durcheinander, also ich weiß nicht, wie viele Experten, jeder Experte hat immer so 2 Minuten, 3 Minuten, es kamen irgendwann so 10 Experten zusammen. Also irgendwann war das Durcheinander der Meinungen so groß, dass an keiner Stelle dieser Sendung die Frage beantwortet werden konnte, was denn richtig und was falsch ist, weil jeder immer etwas anderes sagte. Und trotzdem wurde, also nach einer halben Stunde war ich es leid, weil auch nach einer halben Stunde merkte ich und schon wieder wurde die Frage gestellt, was ist denn richtig und was ist falsch. Und prompt kam natürlich wieder irgendeine Antwort, die nicht weitergeholfen hat. Ja, also das heißt, am Ende dieser Sendung war eigentlich alles egal. Man hätte diese Sendung genauso gut unterlassen können, weil was richtig und was falsch ist, die Frage konnte nie beantwortet werden. Diese Art der Berichterstattung kennt ihr wahrscheinlich, das nennt man Qualitätsjournalismus. Das hat auch einen gewissen Ernst, auch wenn das lustig ist, das hat einen gewissen Ernst. Diese Journalisten haben nämlich herausgefunden, die haben das Gleiche herausgefunden, was ich herausgefunden habe, dass man nämlich nicht objektiv über irgendwelche Sachverhalte berichten kann. Das können sie nicht, aber dann stellen sie sich ja die Frage, wie verhindern wir, dass es irgendwie dumm wird? Und dann machen sie das nämlich so, dass sie sagen, objektiv sind nicht mehr die Sachverhalte, sondern objektiv ist die Tatsache, dass alle Leute verschiedene Meinungen haben. Das kann man vorhersehen. Und also machen sie eine Art von Berichterstattung, die dafür sorgt, dass genau das zur Kenntnis gebracht wird. Man stellt nämlich fest, jeder hat eine andere Meinung, ich habe eine andere Meinung, du hast eine andere Meinung. Und dann ist die Sendung vorbei und dann kann die nächste Sendung anfangen. Und Experten sind darauf angewiesen, auf diese Art von Berichterstattung. Und deshalb meine ich, wenn ich von Experten spreche, also nicht sozusagen meinen Heizungsbauer am Ort oder den Bäcker oder auch nicht den Hacker, sondern ich meine im Wesentlichen diejenigen Experten, die auf massenmediale Kommunikation angewiesen sind. Damit die sich über Massenmedien als Experten präsentieren und beweisen können. Also ich meine das im engeren Sinne. Also ich will nicht sagen, dass dein Bäcker oder der Dienstleister oder wen auch immer wir konsultieren für diese oder jene Dinge, oder der Zahnarzt oder sonst irgendwas, dass das irgendwelche schrägen Vögel sind, das will ich nicht sagen. Was sind Fachexperten? Wir können, das ist klar, dann, wenn wir diese Frage so stellen, keinen Fachexperten fragen, wir können keinen Experten fragen, was ein Experte ist, weil dann kommen wir nicht weiter. Also möchte ich das so definieren. Fachexperten sind irgendwelche Leute, die über bestimmte Sachverhalte, die über bestimmte Themen, Probleme oder Gegenstände irgendwelcher Art
besser informiert sind als alle anderen. Das ist normal. Das gilt ja eigentlich für jeden von uns. Jeder von uns ist über irgendetwas besser informiert als jeder andere. Aber Fachexperten stellen fest, dass irgendwann fest, dass natürlich andere Fachexperten über dieselben Gegenstände ganz anders informiert sind. Und den Fachexperten, den kann man dann daran erkennen, dass er nur seine Meinung wiederholt. Und das ist das Nächste, wenn er dann feststellt, dass nicht nur er seine Meinung wiederholt, sondern alle anderen Experten auch, dann greift er zu verschiedenen Mitteln, um seine Position, seine Rechthaberposition dennoch zu retten. Und diese Mittel sind, kennt ihr alle, habt ihr, wenn ihr Fernsehradio hört, könnt ihr jeden Tag verfolgen. Diese Mittel sind Appelle, wahlweise gerichtet an das Publikum oder an eine Mehrheit des Publikums oder Appelle gerichtet an Politiker. Ein anderes Mittel ist Protest. Ein weiteres Mittel ist der Versuch, irgendwelche Dinge zu skandalisieren, Alarm zu schlagen oder, was eben auch sehr häufig zu bemerken ist, Experten fangen gerne ethische Diskussionen an. Also immer dann, wenn sie merken, sie kommen nicht zurecht, wird moralisiert. Und vor allen Dingen, und das ist ganz entscheidend, warnen Experten gern vor Gefahren und verbreiten irgendwelche Ängste. Experten haben, das ist ein typisches Kennzeichen von Experten, sehr viele Bedenken. Oder sie können sehr schnell über alle möglichen Themen irgendwelche Bedenken vortragen, aber meistens haben sie nie irgendwelche Bedenken, Weltuntergangsängste zu verbreiten oder Gefahren zu benennen. Das machen sie sehr gerne. Das ist kein Problem. Und das gewöhnlichste Mittel von Fachexperten, das wir kennen, ist Stimmungsmache. Also vor allen Dingen massenmediale Stimmungsmache. Und deshalb sage ich, also die Experten, von denen ich spreche, das sind eigentlich Leute, die auf Massenmedien angewiesen sind. Und das gilt im Prinzip auch für Datenschützer. Bevor ich gleich was zu Datenschützern sage, damit möchten wir uns ja hauptsächlich befassen, möchte ich noch was über diese ökologischen Expertendiskurse sagen. Ihr seid, die meisten von euch werden wahrscheinlich nicht, die wenigsten von euch werden älter als 30 sein, nehme ich an. Wer von euch ist älter als 30? Doch, schon ein paar. Gut. Ich will nur ganz kurz das mal über diese zurückliegenden Expertendiskurse, diese ökologischen Diskurse sagen, weil es sein kann, dass vielleicht die Jüngeren davon schon gar nichts mehr wissen. Ich weiß das nicht, ich rede nicht mit so, habe nicht so häufig mit jüngeren Leuten zu tun. In den 80er Jahren wurde das Szenario des Waldsterbens verbreitet. Vielleicht kennt ihr das bestimmt nicht. Waldsterben, also es gab damals den sauren Regen, ich glaube, das fing so 83, 84, 85 fing das an, der saure Regen. Und es hieß damals, also dieser saure Regen, wie der wirkt, wo der wieder zustande kommt durch die Luftverschmutzung. Und es wurde genau berichtet, wie der wirkt, wie sich das auf den Boden, wie sich das auf die Atmosphäre, wie sich das auf die Bäume auswirkt. Und es wurde ganz klar gesagt, in 30 Jahren ist so und so viel Prozent des Waldes, wird es nicht mehr geben. Das wurde also jahrelang, wurde das durch die Presse, in der Presse und in den Medien diskutiert. Und zwar so lange, bis es beinahe jeder glaubte. Und dann hatte man auf einmal festgestellt, dass es gar nicht stimmte. Ja, also man hatte damals gesagt, dass es in 30 Jahren, also in unserer heutigen Gegenwart, praktisch keinen, fast oder kaum noch Wald geben würde. Man hatte dann sich also nicht irgendwie entschuldigt und gesagt, tut uns leid, wir haben uns geirrt, nein, sondern jetzt kam das nächste Thema auf. Das nächste Thema, das war dann schon in den 90er Jahren das Ozonloch. Ja, also da hieß es, das Muster war dasselbe, also es gibt ein riesen Ozonloch auf der Südhalbkugel. Wir werden also alle krank werden, es ging um Hautkrebs und alles Mögliche. Und man hatte die Folgewirkungen auch im Einzelnen erzählt. Und vom Ozonloch redet heute keiner mehr. Ich glaube, wahrscheinlich gibt es heute längst schon erwachsene Menschen, die gar nicht wissen, dass damals so aufgeregt darüber gesprochen wurde. Und auch das wiederum hat sich dann irgendwie erübrigt, aber das hat nicht aufgehört. Nein, es kam dann Ende der 90er Jahre schon die nächste ökologische Krise, und das ist der Klimawandel. Und das Muster ist genau dasselbe. Seitdem wird bewiesen, dass also wir einen großen Klimawandel haben, der Meeresspiegel steigt, die Wärme steigt, und es wird also allen Ernstes gefordert, Politiker sollten also auf globaler Ebene irgendeine Politik machen, um den, wenn ich mal dieselbe Methode verwenden darf, um den Weltuntergang zu verhindern. Politiker in Deutschland sind nicht dazu in der Lage, eine einfache Rechtschreibregelung herzustellen. Das geht nicht. Also, ne? Aber sie möchten glaubhaft machen, sie könnten also sozusagen irgendwelche politischen Regelungen herstellen, um das Weltklima zu retten. Das ist dummes Zeug. Und
Wir können auch jetzt schon voraussehen, dass in den nächsten 10 Jahren wahrscheinlich von diesem Klimawandel niemand mehr reden wird. Und zwar deshalb, weil man spätestens in 10 Jahren herausfinden wird, dass die Prognosen, die man 20 Jahre zuvor hergestellt hat, über das, was in den nächsten 20 Jahren passiert wird, ja kaum eingetroffen sind. Und dann suchen sie sich ein neues Thema. Vielleicht irgendwelche Meteoriten, die dann auf die Erde schlagen und wir müssen alle sterben. Diese Angstszenarien, also das ist, man kann darüber, am Ende kann man drüber lachen, aber das ist eigentlich gar nicht witzig. Die sind, seit es die Industrialisierung gibt, sind diese Angstszenarien normal. Und zwar hängen sie direkt zusammen mit der Verbreitung von Massenmedien. Das erste ökologische Angstszenario, das es gab, das kennt ihr alle, aber das habt ihr so praktisch noch nicht als solches in Erfahrung gebracht, das ist die Angst vor dem Untergang der sogenannten arischen Rasse. Das ist eine Sache gewesen, die ist damals genauso vonstatten gegangen wie heute. Am Beginn des 20. Jahrhunderts hatten Forscher vor allen Dingen in Skandinavien, in Deutschland, in Großbritannien und in Amerika angefangen, so eine Rassenkunde zu betreiben. Sie haben die Menschen untersucht, sie haben dann versucht, so Rassen zu klassifizieren, haben die natürlichen Eigenschaften dieser Rassen definiert und haben plötzlich festgestellt, die edelste und die beste dieser Rassen ist vom Haussterben bedroht. Das ist also zufälligerweise die nordische Rasse. Diese Rassenkunde und auch dieser massenmediale Diskurs, der war nicht etwa unwissenschaftlich, wie man das gerne so sehen möchte, sondern das war genauso wissenschaftlich wie alles andere auch, weil sie die Methoden und die Art, wie sie Hypothesen generiert haben und diese auch bewertet, beurteilt, akzeptiert und auch widerlegt haben, diese Verfahrensweisen, die wissenschaftliche Urteils- und Bewertungslogik, mit der das Ganze geschehen ist, die hat sich grundsätzlich nicht von allen anderen Forschungen unterschieden. Dass man das aber trotzdem als unwissenschaftlich bezeichnen möchte, hängt damit zusammen, dass man natürlich die Unschuld der Wissenschaft retten muss. Und das wiederum hängt mit dieser Traumatisierung dieser furchtbaren Massenmorde zusammen. Denn auch die Aufarbeitung dieses Faschismus und dieser Massenmorde, auch dafür braucht man Wissenschaft. Und diese Wissenschaft wiederum benutzt genau dieselben Methoden. Also die unterscheiden sich nicht prinzipiell. Und aus diesem Grunde geht man dann hin und versucht diesen Rassenforschern nur eine schlechte Gesinnung zu unterstellen oder eine falsche Ideologie oder so etwas. Das macht man eben, um die Unschuld der Wissenschaft zu retten. Tatsächlich ist es aber so, dass die Wahl wissenschaftlicher Methoden und die Art und Weise, wie Wissenschaftler Hypothesen herstellen, diese bewerten, prüfen, einschränken, dass diese Methode, diese Verfahrensweise, die haben nichts mit Gesinnung zu tun. Denn nur weil es eben nichts mit Gesinnung zu tun hat, kann man eben alles und jedes erforschen, ergründen, beweisen und eben auch widerlegen. Also die Wissenschaft selber ist auf eigene, gesellschaftlich eigene Funktionsbedingungen angepasst. Also es ist also nicht so, dass etwa eine falsche oder richtige Auffassung von den Dingen der Wissenschaft vorausgeht, sondern bestenfalls kommt die Wissenschaft zu Ergebnissen, denen man keinen Widerstand entgegenbringen kann, nicht wahr? Die ein Ordnungsgefüge herstellen, das sich als sehr kohärent erweist und dann wirkt das sehr plausibel. Aber das kommt eben selten vor. In den allermeisten Fällen produziert die Wissenschaft nur bestreitbares Wissen. Und dann ist es eben nur eine Frage der Machtverhältnisse, wie sich eben in gesamtgesellschaftlichen Zusammenhängen der ein oder andere Experte durch Massenmedien profilieren kann und seine Meinung überzeugender präsentieren kann als andere. Auch an hier schnell ein ganz kurzes Beispiel, dann komme ich sofort zum Thema Datenschutz. Im 19. Jahrhundert konnte man mit wissenschaftlichen Methoden nachweisen, dass Frauen nicht bildungsfähig sind. Das war ganz normale Wissenschaft. Man hatte damals von einem natürlichen Schwachsinn des Weibes gesprochen. Der Sinn dieses Nachweises, den man damals führen wollte, hing damit zusammen, dass man sah, dass die Zivilisation in Gefahr war. Die Zivilisation musste gerettet werden und man glaubte eben, dass Zivilisation ganz entscheidend daran hängt, dass die Menschen gebildet sind. Und man hat dann festgestellt, wenn man Frauen nicht bilden kann, können die Zivilisation nicht retten, also können das nur die Männer tun. Und mit diesen gleichen wissenschaftlichen Methoden, mit denen man das damals begründet hat, also die zivilisatorische Unzuverlässigkeit von Frauen bewiesen hat, mit den gleichen Methoden kann man heute die zivilisatorische Unzuverlässigkeit von Männern beweisen. Das geschieht. Neulich hat eine feministische Wissenschaftlerin
dargelegt, also dass Männer eher als Frauen dazu neigen, Amokläufe zu begehen. Und das wiederum liege in der Natur der Männlichkeit selbst begründet. Männer sind also zivilisatorisch unzuverlässig. Das ist zwar nicht sehr schmeichelhaft, wenn man sowas liest, aber man sollte da ruhig die Ruhe bewahren. Das ist Wissenschaft, das ist kein Quatsch. Ja. Wissenschaft, hatte ich gesagt, produziert in der Hauptsache bestreitbares Wissen. Und nur im Ausnahmefall kommen so Sätze raus wie, die Erde dreht sich um die Sonne. Und das tut sie immer oder sowas. Ne? Also, um das verkürzt zu sagen, das gelingt auch. Und das hat nicht eigentlich etwas mit Wahrheit zu tun. Also es ist nicht etwas so, dass die Wissenschaft die Wahrheit herausfindet, sondern es findet sich nur eine Wissensordnung, die so stabil ist, dass man dann sagen kann, es ist die Wahrheit. Und man gibt es auf, das zu bestreiten. Und dann könnte man sagen, wir haben eine Wahrheit gefunden. Aber viele Wahrheiten finden Wissenschaftler in der Regel nicht. Und außer solchen wissenschaftlichen Experten gibt es natürlich ökonomische Fachexperten und juristische Fachexperten. Und auch da merkt man, dass die immer wieder nach demselben Muster handeln. Auch ökonomische Fachexperten beispielsweise versuchen gerade den Euro zu retten. Der Euro ist in Gefahr. Da passieren ganz schlimme Dinge. Und möglicherweise besteht die größte Gefahr darin, dass sich hinterher herausstellt, dass vielleicht alles gar nicht so schlimm ist, wenn der Euro gescheitert ist. Es stellt sich nur heraus, dass das Wissen, dass diese ökonomischen Experten mit ihrer Rechthaberposition in Gefahr sind. Und vielleicht ist das das Schlimmste, was passieren kann. Und es gibt natürlich noch eine andere Form von Experten. Das sind juristische Experten. Und vor allen Dingen gibt es eine spezielle Form von juristischen Experten, die nenne ich Datenschützer. Der Expertendiskurs um Datenschutz ist nicht ganz so alt wie der ökologische Expertendiskurs. Er ist aber auch schon sehr alt. Älter, als man glaubt. Die erste Datenschutzdebatte, die ich erlebt habe, da war ich Schüler im Jahr 1984. Kann ich mich noch genau daran erinnern. Da ging es damals um eine dieser Verlagskampagnen. Ihr kennt das ja alle. Zu bestimmten Tagen, jetzt am 8. Mai, ist ja wieder so eine Kampagne. Das sind Kampagnen von Verlagen zu denkwürdigen Personen, Ereignissen. Machen die dann immer irgendwelche Kampagnen. Und damals ging es eben um dieses Buch 1984, diesen Roman von George Orwell. Die Angstszenarien, die damals verbreitet wurden, sind genau die gleichen wie heute. Wenn man sich mit der Entwicklung des Datenschutzes befasst, dann wird man feststellen, dass die Probleme, die mit dem Datenschutz verbunden sind, niemals gelöst wurden. Niemals sind die Probleme gelöst worden, sondern sie wurden im Laufe, wenn ich das mal ganz grob sagen darf, in den Laufe der letzten 100 Jahre immer nur größer. Und heute haben die Probleme um Datenschutz ein Ausmaß erreicht, dass man eigentlich sagen könnte, Datenschutz, so wie Datenschützer meinen, dass er funktionieren sollte, ist überhaupt nicht, funktioniert eigentlich gar nicht. Das, glaube ich, kann man durchaus sagen. Und wenn das so ist, denn wir reden ja tatsächlich von dieser Komplettüberwachung oder von dieser Totalüberwachung, dann könnte man doch eigentlich vermuten, dass mit der ständigen Ausweitung dieses Datenschutzproblems auch die Angst- und Bedrohungsszenarien, die sich daran knüpfen, gesteigert werden müssten. Eigentlich müsste man doch sagen, wenn sozusagen der Datenschutz immer unhaltbarer wird, dann müssten doch auch diese Ängste immer radikaler werden. Denn das ist ja eigentlich die konventionelle Strategie von Experten, das hatte ich gesagt. Immer dann, wenn die Experten mit ihrer Meinung, mit ihrem Fachwissen und mit ihren besonderen Fachkompetenzen nicht durchkommen, immer wenn sie nicht weiterkommen, dann drehen sie den Verstärker auf. Und auf diese Weise kann sich dann, so ist dann die Hoffnung dieser Fachexperten, wenn allen anderen die Not zu groß wird, weil sie nicht mehr weiter wissen, kann sich dann der Fachexperte ganz großzügig als der Problemlöser anbieten. Denn der Fachexperte weiß ja immer sehr genau, was richtig ist, und er weiß auch immer sehr genau, was falsch läuft, und er weiß dann immer auch sehr genau, was andere Leute tun müssen, damit das eben so läuft, damit das so läuft, wie der Fachexperte meint, dass es sein sollte. Aber ich meine nun, dass man das gegenwärtig nicht beobachten kann. Ich kann nicht feststellen, dass das Bedrohungspotenzial durch einen mangelnden Datenschutz
heute signifikant größer erscheint als vor etwa 30 Jahren. Und das, obwohl heute alle Vorstellungen bei weitem übertroffen wurden, die man sich vor 30 Jahren hätte machen können. Man hatte vor 30 Jahren zwar von einem großen Bruder gesprochen, man hatte von einem Überwachungsstaat gewarnt, man hatte von einem gläsernen Kunden und einem gläsernen Bürger gewarnt und davon gesprochen. Aber damals waren das bekanntermaßen eben, bezog sich das alles eben symbolhaft eben auf diesen Roman, und es ging dabei um den Verweis auf Mögliches und nicht auf Reales. Und das hat sich ja nun inzwischen geändert. Dass damals eine komplette Überwachung möglich sein könnte, war überhaupt nicht diskutabel, weil vor 30 Jahren niemand hätte sagen können, jenseits der Frage, ob man das will oder nicht, ob man das gut findet, wie soll es eigentlich gehen? Weil das Internet gab es eben vor 30 Jahren nicht in der Weise, wie es das heute gibt, und hatte längst nicht die Bedeutung. Tatsächlich ist heute eine komplette Überwachung möglich. Und manches spricht auch dafür, dass sie geschieht. Jedenfalls, und das ist ja das Besondere, das ist keine paranoide Fiktion, nicht wahr? Das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, dass wir immer so gelassen bleiben eigentlich dabei, wenn wir vorstellen, dass so etwas tatsächlich möglich ist. Heißt das denn nicht eigentlich, dass wir alle vor Angst kaum noch aus dem Haus gehen könnten? Und das ist nicht der Fall. Und manchmal glaube ich auch zu bemerken, dass Datenschützer selbst nicht mehr daran glauben, dass es ein höheres Bedrohungspotenzial gibt. Das meine ich daran zu erkennen, auch dies geschieht immer, sage ich unter dem Vorbehalt, dass ich mich darin gründlich irre. Ich meine das daran zu erkennen, dass Datenschützer ein Business as usual betreiben. Sie tragen alle Nase lang bekannte Bedenken vor, Bedenken, die jeder kennt, und an deren Bedenken kaum jemand bestreitet. Sie äußern ganz normalen Protest und schlagen ganz normal Alarm, und außer ganz gewöhnlichen Initiativen zum Verbot von irgendwelchen Softwarekomponenten oder von diesem oder jenem ist nirgendwo zu lesen, dass der Weltuntergang nun unmittelbar bevorstünde. Also ich meine, dass die Angst und das Bedrohungspotenzial, von dem wir gegenwärtig sprechen, nicht größer ist als vor 30 Jahren. Und das könnte einen natürlich nun zu dem Gedanken verführen, dass vielleicht alles gar nicht so schlimm ist. Und dieser Verführung möchte ich nicht erliegen, das stimmt nämlich nicht, weil man das nämlich öffentlich nicht begründen kann. Ja? Wer nun behaupten möchte, dass sei alles gar nicht so schlimm, redet eigentlich von Dingen, von denen der nichts wissen kann. Denn das ist ja das eigentlich Entscheidende daran. Wir wissen so viel nicht. Und wenn man so viel nicht weiß, und erst recht, was die Zukunft betrifft, wir wissen so viel nicht, kann man nicht einfach behaupten, es sei ja alles gar nicht so schlimm. Also vermute ich, und das ist das, worüber ich nachdenke, hat sich in den letzten 30 Jahren, oder wenn ich diesen Zeitraum nehme, dass ich nehme also deshalb diesen Zeitraum, weil das sozusagen meine eigene Biografie umspannt, dann hat sich in den letzten 30 Jahren irgendwas geändert. Und ich kann mir nun vorstellen, dass die gigantische Größe des Problems, die ja niemand bestreitet, dass diese gigantische Größe des Problems und die Aussichtslosigkeit, es nach bekannten Verfahren zu lösen, sozusagen zu einer Versachlichung, eine Versachlichung erzwingt, dass also der Verweis auf Gefahren und Bedrohungen, das Stimmungsmache allgemein, nicht mehr überzeugend wirkt. Oder wenn man es dennoch versucht, es gibt Leute, die machen es, dann zerfällt das sehr schnell in Sarkasmus und Ironie. Den Eindruck zum Beispiel habe ich, wenn ich Markus Beckedahl lese, die Kommentare von ihm oder auch in Reden höre, wenn ich ihm zuhöre, ich habe immer so den Eindruck, der kichert immer so ein bisschen dabei, wenn er redet. Ich weiß nicht genau, vielleicht irre ich mich, aber ich habe nicht so den Eindruck, dass der so ein kleines geschüchtertes Kaninchen ist. Im Gegenteil habe ich den Eindruck, wenn ich ihn reden höre, jetzt neulich wieder bei der Republika, er will sich einfach den Spaß nicht verderben lassen, was sein gutes Recht ist, aber wer auf seinem Spaß besteht, hat so große Angst nicht. Also ich jedenfalls habe, wenn ich Angst habe, keinen Spaß daran. Was könnte sich also in den letzten 30 Jahren geändert haben? Anders als vor 30 Jahren gibt es gegenwärtig Leute, die nicht nur die Bereitschaft haben, sich nicht von dieser Angst anstecken zu lassen, sondern es gibt Leute, die
knüpfen an einem nicht funktionierenden Datenschutz, sondern irgendeine Hoffnung. Ihr kennt diese Leute, das nenne ich diese Post-Privacy. Post-Privacy-Leute. Diese Leute glauben ja, dass durch eine ungehinderte Freigabe von Daten aller Art die Gesellschaft irgendwie besser und fortschrittlicher wird. Diese begründen das damit, dass sie sagen, dass Datenschutz ein Angstphänomen sei. Und diese Angst entstünde durch Intoleranz. Und diese Intoleranz würde vermindert werden, wenn wir sozusagen immer besser informiert wären. Und wir würden dann also toleranter werden und dann würden wir alle ein besseres Leben führen. Das Interessante daran, an diesen Post-Privacy-Leuten ist nun, dass sie dasselbe Muster zeigen wie Datenschützer. Wenn die Experten mit ihren Argumenten, das hatte ich gesagt, nicht weiterkommen, dann wiederholen sie ihre Meinung und nachdem sie ihre Meinung wiederholt haben und feststellen, dass das nichts bringt, drehen sie den Verstärker auf. Also sie betreiben Stimmungsmache, um diese unhaltbare Position zu retten. Und dasselbe machen diese Post-Privacy-Leute auch. Sie verbreiten nur nicht Angst, sondern sie verbreiten Hoffnung. Und ich meine eben bemerken zu können, dass diese Post-Privacy-Leute dasselbe Schicksal haben wie diese Datenschützer. Sie können die Hoffnung nicht weiter steigern. Also sie müssten ja jetzt irgendwelche großartigen Utopien verbreiten und irgendwie ganz laut auf die Pauke hauen, damit wir alle glücklich werden vor Freude. Und das klingt nicht. Jedenfalls kann ich das nicht erkennen. Also doch, Wish-Based Economy ist so ein Stichwort. Ja, aber wer weiß davon? Also ich kann nicht richtig erkennen, dass Sie sozusagen mit Ihren Versuchen, Stimmungsmache zu verbreiten, irgendwelche Utopien zu diskutieren, irgendeinen Fortschrittsglauben zu verbreiten, dass Sie damit sehr gut zurechtkommen. Ich meine also, diese Datenschützer genauso wie diese Datenhippies, wenn ich die mal so nennen darf, die stehen auf dem Schlauch. Denn sie wissen nicht weiter. Und sie kommen nicht weiter, weil sie gefangen sind in den Routinen ihrer Expertendiskurse. Und da hilft es eben auch nicht, meine ich, wenn man diesen Datenhippies vorwirft, sie seien selbsternannte Experten. Das ist deshalb blödsinnig, weil das ein übliches Mittel ist von Experten, wenn sie versuchen, ihre unhaltbare Position zu retten. Sie werfen einem anderen Experten eben nur vor, ein selbsternannter Experte zu sein. Und das führt nicht weiter. Also sie versuchen einfach nur, den anderen Experten zu diskreditieren. Interessant ist allerdings, dass sich Datenschützer und Datenhippies nur nicht symmetrisch so gegenüberstehen. Denn Datenschützer möchten ja, dass sich an den Verfahrensweisen eigentlich nichts ändert, weshalb sie logischerweise ihr Verhalten nicht ändern, sich also selbst nicht ändern. Diese Datenschützer werden auch noch in 20, 30 Jahren das erzählen, was sie heute erzählen. Sie werden das nicht ändern, solange diese Datenschützer immer in den staatlichen Verhältnissen eingebunden sind. Denn das ist ja der Fall, das sind ja Angestellte im öffentlichen Dienst oder manchmal auch Beamte. Was auch immer geschieht, Datenschützer machen einfach immer weiter. Diese Datenhippies allerdings möchten, dass sich etwas ändert. Aber sie können sich selbst nicht ändern. Und zwar, weil sie ja behaupten, sie seien in Angelegenheiten der Toleranz besser informiert als alle anderen. Also sie seien in Sachen der Toleranz besondere Experten. Weshalb die sich dann als so eine Art aufgeklärte Minderheit beschreiben, deren heilige Mission nun darin besteht, die Mehrheit der Bevölkerung über Toleranz aufzuklären. Und eben dieses Spiel, nicht wahr, diese Avantgarde, wir sind so eine aufgeklärte Minderheit, das ist uralt. Das gibt es schon in der modernen Gesellschaft seit 200 Jahren. Und es kann unter Umständen sein, dass die Leute das eigentlich gar nicht wissen. Und wenn sie es wissen, ist es ihnen eigentlich egal, weil sie ja ihre Expertendiskurse in den Massenmedien betreiben wollen. Oder ich will es so formulieren, es kann vielleicht sein, dass sie gar nicht bemerken, dass sich ganz entscheidende Dinge gegenwärtig ändern. Und wenn sich gegenwärtig ganz entscheidende Dinge ändern, dann müsste man doch eigentlich auf die Idee kommen, sich selbst zu ändern. Und das heißt dann erstmal danach zu fragen, nicht was muss ich ändern, sondern was tue ich eigentlich? Das ist ja erstmal eine ganz andere Frage. Ne? Wer soll schon wissen, was sich ändern, was man tun sollte? So antworten ja gerne Fachexperten. Es könnte erstmal die Frage gestellt werden, was mache ich eigentlich den ganzen Tag? Und muss ich das eigentlich machen? Warum? Und für diesen Fall sind Soziologen sehr interessant. Das können Soziologen nämlich relativ gut. Also sozusagen das Normale als seltsam betrachten oder das Normale als kurios oder als oder so. Und sofern nun alle anderen
die sich in ihren Urteilsbildungsversuchen nun versuchen, daraus klug zu werden und sich ihren Urteilsbildungsversuchen nun meinen, sie müssten sich an den Routinen dieser Experten orientieren, dann können alle anderen eigentlich auch nichts anderes tun, als ihren Mangel an Lernbereitschaft rechtfertigen. Das heißt also, keiner kommt weiter. Wenn hartnäckig geglaubt wird, am Anfang aller Urteilsbildung stünden irgendwelche Gewissheiten oder stünden irgendwelche Eindeutigkeiten, irgendwelche Wahrheiten, irgendwelche Sicherheiten oder irgendwelche Verlässlichkeiten. Das Gegenteil davon kann man tagtäglich beobachten, wenn man eine Vielzahl von Experten beobachtet. Die Verwirrung, das Informationschaos, das Durcheinander, der Dauerirrtum ist der erste und normale Fall, den man findet, wenn man versucht, die Dinge zu begreifen. Jeder Experte wird das immer leugnen, weil jeder Experte ja behaupten muss, seinen Stall in Ordnung zu halten. Der Experte hat die Klarheit immer zuerst auf seiner Seite. Und was bleibt sozusagen den hilfsbedürftigen Laien, wenn ich das so sagen darf, was bleibt den hilfsbedürftigen Laien in ihrer Not also übrig? Ich möchte eine paradoxe Abschlussantwort formulieren, die lauten könnte, vielleicht kämen die Laien weiter, wenn sie ihr Laientum professionalisieren. Also das heißt, dass sie ihre mangelnde Kompetenz nicht dadurch beseitigen, dass man sich bei Experten erkundigt, denn das klappt nicht so gut, sondern stattdessen könnten die Laien also ihre Inkompetenz zugestehen. Also sie könnten so eine Art Offenbarungseid leisten und zu sagen, also wir sind schlecht informiert, das ist die Ausgangssituation. Wir sind nicht gut informiert, wir sind schlecht informiert und das ist entscheidend, wir können nicht so einfach glauben, dass wir unsere Informationssituation verbessern können. Denn das Erste, was du tust, wenn du deinen Computer einschaltest, du kriegst also eine Vielzahl von irrem Zeug um die Ohren gehauen. Und zu glauben, du könntest ganz einfach daraus klug werden, ist nur der Versuch, unhaltbare Positionen zu retten. Du kannst eben nicht so ohne weiteres aus den Dingen klug werden. Und wenn wir nun meinen, dies sei ein Grund zur Angst, dann würde ich sagen, woher kommt denn diese Angst? Und wenn wir nun meinen, das sei ein Grund zur Hoffnung, dann würde ich sagen, woher kommt die denn eigentlich? Wir sind schlecht informiert. Und das ist das, was Internet mit uns macht. Internet sorgt dafür, dass wir ganz schlecht informiert sind. Und auf dieser Basis können wir doch mal wirklich fragen, was diese vielen Big Data Experten, die diese Daten analysieren und auswerten, was die eigentlich wissen. Also je nachdem, also unabhängig von der Frage, ob das gefährlich ist oder nicht, unabhängig davon, ob das was nützt oder nicht, einfach mal fragen, was wissen die eigentlich? Denn wenn wir glauben wollen, dass diese Experten tatsächlich den Durchblick haben, dann tatsächlich können wir uns immer nur fürchten oder nur Versuche unternehmen, die Hoffnung nicht zu verlieren. Aber beides, sowohl die Furcht, also beides die Angst und auch die Hoffnung, das ist eben eine Sache der Laune und hat nichts mit Intelligenz zu tun. Danke. Vielen Dank für diesen sehr, sehr spannenden Vortrag. Ich könnte mir vorstellen, da gibt es einige Anmerkungen und Fragen dazu. Das Saalmikro steht hier vorn. Demos. Ja, ich dachte, es war eigentlich. Also, auch ich habe die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen, aber ich möchte meine Gedanken dazu äußern, die ich hatte, als du gesagt hast, es ist doch in den 30 Jahren nicht schlimmer geworden. Und es ist, also ich hatte ja vorhin in meinem Vortrag die Stasi als bestes Beispiel angesprochen von einem real existierenden Überwachungsstaat und auch die Konsequenzen, die er für die Leute hatte. Und deswegen, also ich fand es nicht, dass das irgendwie eingebildet ist oder so, das ist schon tatsächlich existent. Und die Sache ist, warum leben wir nicht in ständig sich steigernder Angst? Na, ich denke, weil wir auch, wie soll ich das sagen, man kann eben diesen Reiz nicht unendlich steigern. Die Menschen wollen auch einfach nur normal leben.
Und wie soll ich sagen, auch Leute in Kriegssituationen brauchen ein Stück Normalität, ja, und haben sicherlich keine Lust, die ganze Zeit in Angst zu leben und werden also Mechanismen entwickeln, um sich nicht ständig damit konfrontieren zu müssen, weil das hieße, sich auch gleich den Strick zu nehmen oder so, ja. Und das Problem mit der Überwachung ist halt, wir wissen nichts, ne? Wir wissen nicht, was kommt da an. Wir fühlen keinen Schmerz. Überwachung tut uns nicht weh, bis das Kind in den Brunnen gefallen ist, bis da irgendjemand per Metadaten eine Drohnenattacke, ja, in einer Drohnenattacke verstirbt oder aus sonst irgendwelchen Gründen, zum Beispiel auf einer No-Fly-List landet per Metadaten oder durch irgendwelche Aussagen, was ja auch eine reale, real existierende Repression ist aus meiner Sicht, ja. Also das ist nicht eingebildet. Weil ich hatte so den Eindruck, du wolltest irgendwie sagen, wir bilden uns, weil du hattest davor das Waldsterben, was da nicht wirklich kam. Und dann jetzt kommst du zu Datenschutz und ich denke, das ist doch nicht eingebildet. Das Problem ist nur, wir wissen nicht so viel, was da ankommt. Überwachung tut nicht weh, aber sie hat bestimmt ihre Folgen, die wir teilweise mitbekommen haben, ja. Also ich meine, bevor die Stasi-Unterlagen nicht öffentlich gemacht worden sind, also nicht so richtig öffentlich, da hatten die Leute so eine Ahnung und so, aber nicht ein komplettes Bild dafür, in welchem Ausmaß, mit welcher Perfidie die da diesen Überwachungsstaat sozusagen durchinszeniert haben, ja. Das weiß man immer erst im Nachhinein, ne? Also, und wir wissen jetzt schon ein bisschen mehr, aber auch nicht alles natürlich. So, das wollte ich bloß dazu sagen. Ja, also dieser Einwand ist natürlich wichtig, also ist klar. Also ich hatte auch anfangs darüber nachgedacht, also ob ich das vielleicht an den Anfang setzen soll, aber es ist ja immer schwierig, man muss ja immer ganz viele Dinge weglassen. Der Einwand mit der Stasi und mit dem Faschismus, der ist ja nun berechtigt. Und es ist ja auch nicht so, dass die Angst nicht real wäre, und es ist ja auch nicht so, dass die Beobachtungen, die man macht, dass die falsch wären. Das gilt für die ökologischen die Beobachtungen von Naturschützern, gilt das genauso wie für die Beobachtungen von Bespitzelungs Handlungen und so. Also man irrt sich ja nicht, sondern Beobachtungen macht man tatsächlich. Die Frage ist immer, was stellt man da eigentlich fest? Also um kurz mal zu sagen, was unterscheidet eigentlich diese Art der Überwachung, mit der wir es zu tun haben, von der du gesprochen hast, nämlich die Stasi? Oder sagen wir mal, was unterscheidet diese Art der Überwachung von der Art und Weise, wie in der modernen Gesellschaft überhaupt, also nicht nur etwa bei der Stasi, sondern im modernen Staat überhaupt, ob nun Demokratien, ob Stalinismus, ob Faschismus, lassen wir das mal beiseite, betrieben wurde. Es gibt einen entscheidenden Unterschied. Der Unterschied ist, im Staatswesen geht es darum, dass gesagt wird, der Staat stellt Rechte für die Bürger sicher, und diese Bürger haben Einfluss, haben auf die eine oder andere Weise das Recht oder die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen. Und jetzt stellt sich der Staat die Frage, was wissen wir eigentlich über die Bürger? Und jetzt stellt er auf einmal fest, er kann über die Bürger nichts wissen. Und der Staat kann über die Bürger nicht einfach irgendwas herausfinden. Mit Volkszählungen und so etwas, das ist natürlich nur, das sind nur statistische Daten. Interessant ist, es geht ja um die Zuverlässigkeit. Nicht wahr? Und jetzt kann der ja nicht einfach alle von Haus zu Haus gehen und jeden Bürger überwachen. Das geht ja nicht. Also was hat er gemacht, der moderne Staat? Der hat dann gesagt, wir können nicht die Bürger überwachen, sondern wir überwachen die Organisationen. Wir bringen die Organisationen unter Kontrolle. Betriebe, Unternehmen, Presse, alle möglichen Vereine, Sport, Kunst, alles Mögliche. Und da schleusen die irgendwelche Überwachungsmechanismen ein. Und wer da als unangepasst auffällt, der wird dann anschließend privat überwacht. Der kriegt dann Besuch. Oder mit welchen Methoden auch immer. Das ist klar. Die Überwachung, mit der wir es, und die wurde in der Bundesrepublik so nicht betrieben, weil man eben nicht gesagt hat, wir müssen alle gesellschaftlichen Organisationen unter Kontrolle kriegen. Aber auch in der Bundesrepublik ist es passiert, dass in vielen Friedensinitiativen, Friedensbewegungen, auch in Parteien, teilweise sogar in ganz legalen Parteien, also auch in der SPD, sind Spitzel aufgetaucht. Die haben verschiedene Tricks angewendet, wie man an Adressen, an Daten kommt von Leuten, die man speziell überwachen müsste. Die haben halt die Angst in den westlichen Demokratien war nicht so groß wie im Osten. Aber auch Angst hat der Staat immer.
Weil er nach Adressen suchen muss, wenn er privat bespitzeln will. Und genau das braucht er gegenwärtig nicht mehr. Das ist ja der entscheidende Punkt. Er muss nicht erst Adressen irgendwie herausfiltern, sondern er nimmt gleich alles. Und jetzt suchen die nach irgendwelchen Softwareverfahren, wie man das filtern und organisieren kann. Und das ist etwas ganz anderes. Also im Grunde genommen ist diese Überwachungsfiktion im George Orwell, die da erzählt wird, die ist eigentlich unserer Situation sehr viel ähnlicher als der Überwachungspraktiken im Faschismus und Stalinismus. Weil ja da genau erzählt wird, nicht wahr, dass man in jedem privaten, dass jeder einzelne Haushalt also unterschiedslos überwacht wird, wird ja in dem Roman erzählt. Unterschiedslos wird überwacht und unterschiedslos wird kontrolliert. Und das ist im Faschismus und Stalinismus so nicht gewesen. Denn da konnte man sehr wohl ein ganz ruhiges Leben führen, wenn man den Mund gehalten hatte. Und den Unterschied sollte man ernst nehmen. Und das Zweite übrigens, weshalb wir gegen diese komplette Überwachung nichts machen können, da kannst du so viel Angst haben, wie du willst, das kann ich dir ganz einfach erklären, warum das nicht geht. Ihr wisst, dieser Roland Pulfalla ist aufgefallen mit dieser dämlichen Bemerkung, die Überwachungsaffäre ist beendet. Ja. Ne? Also, alle haben gelacht, weil sie das nicht glauben können, was natürlich stimmt. Aber stellt euch mal vor, irgendein Regierungschef, irgendein Pressesprecher, irgendein Minister, irgendein Staatssekretär würde sich vor die Kamera stellen und sagen, die Überwachung ist beendet. Es glaubt doch keiner, also da würde doch die gleiche Reaktion passieren. Es glaubt doch keiner. Also das ist doch genau das, was diese komplette Überwachung macht. Die komplette Überwachung zerstört das Vertrauen und zwar unwiderruflich. Und das können die nicht wiederherstellen, weil man ja nicht beweisen kann. Niemand kann beweisen, dass die komplette Überwachung abgestellt wäre, wenn das jemand behauptet. Man würde in Gelächter ausbrechen. Und dieses Gelächter, in das man dann ausbrechen würde, informiert mich darüber, dass die Angst so groß nicht sein kann. Und deshalb glaube ich, dass wir in der Gesellschaft auf eine Versachlichung dieser ganzen Angelegenheiten zusteuern. Und die Versachlichung, die besteht in der Frage, was besagen denn die Daten eigentlich? Und zwar jenseits der Frage, ob derjenige, der ihre Auskunft verlangt oder ihre Auskunft verweigert, dies zu Recht oder Unrecht tut. Denn deshalb hatte ich Datenschützer juristische Fachexperten genannt, die nämlich nur in dieser Hinsicht über Daten reden können. Sie können nur in Hinsicht auf Daten reden, wenn Sie wissen, ist das Auskunftsverlangen berechtigt oder unberechtigt und ist das Auskunftsverweigerung berechtigt oder unberechtigt. Und nur dann haben Sie eine Meinung. Ja, mit der Unterschiedslosigkeit ist es, glaube ich, zu beantworten in der Form, also die unterschiedslose Überwachung aller, das ist so ungefähr so wie so eine verdachtsunabhängige Polizeikontrolle. Ja. Also wie das sich damit auf sich hat, das weiß jeder, der schon mal Teil so einer verdachtsunabhängigen Polizeikontrolle war. Der Euphemismus steckt schon in dem Wort selber drin, finde ich. Unabhängig davon haben wir es letztendlich mit all diesen von dir vorher angesprochenen Umweltauswirkungen ja mit letztendlichen, also wovor, was war die neue Technologie, die adaptiert worden ist von den Menschen und mit welchen Konsequenzen dieser Massenadaption waren sie dann konfrontiert. Das war alles eigentlich eine Spätauswirkung der Mobilitätsrevolution, würde ich sagen. Die Leute sind zu viel Auto gefahren und dann haben sie gemerkt, oh, da kriegt man Krankheiten, dann geht der Wald kaputt und das Ozonloch wächst und so weiter. Aber das sind alles, wie soll man sagen, letztendlich formuliert als Wirkvektor war das, fahr mal weniger Auto. Und wenn ich mir anschaue, wie viele Leute heute noch mit dem Auto 300 Meter zum Drive-In von McDonald's fahren, dann sehe ich durchaus, dass dieses Verhalten zurückgegangen ist. Das ist also die Telekommunikationsrevolution ging jetzt ungefähr 50, 60 Jahre später los als die Motorisierungs- und Mobilisierungsrevolution. Ich weiß die Zahlen nicht genau, aber ich nehme es mal so etwa an. Und nun haben wir ähnlich zu dem, wie die Leute in den 70er Jahren eben mit Autoverkehr und individual motorisierten Transport umgegangen sind, halt erstmal eine sehr undifferenzierte Massenadaption erlebt. Und ähnlich wie den Leuten dann so in den 80ern aufgefallen ist, oh, Herzkrankheiten, ich bewege mich nicht mehr und außerdem macht das irgendwie den Wald kaputt. Genauso sehen wir eben im Zuge dieser Massentelekommunikationsadaption nun auch eine Art kritischen Reflexionsmoment, der sicherlich auch dazu führt, dass sich das Verhalten der Einzelnen gegenüber dieser Technologie ändert. Nun war es natürlich klar, dass bei der Mobilität hat man dann auch gesagt, ja sofort autofreie Innenstädte
und jetzt haben wir grüne Umweltplaketten und lauter so Kram, wie gefordert wurde, dass Gesetz und Staat in irgendeiner Form darauf reagieren. Das kann ja auch gut sein vielleicht. Und ebenso sieht man das eben bei der Telekommunikations- und Datenspeicherungsdebatte auch. Wobei finde ich, dass das hauptsächliche Ergebnis ja ist, dass die Leute letztendlich seit den 70er Jahren wieder weniger Auto fahren. Und vielleicht können wir gegenüber der Massennutzung von sehr undifferenzierten Telekommunikationsdiensten auch einfach davon ausgehen, dass es zu einer Sensibilisierung und einem kritischeren Umgang führen wird im weitesten Sinne. Somit sehe ich da schon eine gewisse Legitimität, die jetzt außerhalb des regierungsberatenden oder auf RTL gezeigten Expertentums eine Rolle spielt und tatsächlich was verändert im positiven Sinne. Also ich möchte mal eine Anmerkung machen zu dieser Problematik, zu erkennen, was da das Problem ist an dieser ganzen Datengeschichte. Also gerade mit Waldsterben, okay, man hat da einen großen Wald und plötzlich ist da irgendwie weniger Wald hinterher da. Da kann man irgendwie einen Vorher-Ist- und Vorher-Nachher-Zustand feststellen. Aber bei diesen ganzen neuen Kommunikationstechnologien ist es halt einfach so, dass wir da irgendwie hineinwachsen und dabei einfach die Probleme mitwachsen und wir keinen Vorher-Nachher-Zustand feststellen können. Und das ist eigentlich auch die ganze Problematik da dran. Ja, also das ist eine gute Bemerkung. Also was du meinst, ist Verifikation. Du meinst das Verifikationsproblem. Ja, genau. Also ich kann keinen Vorher-Nachher-Zustand feststellen. Ja, genau. Womit haben wir es denn da zu tun? Also es ist im Grunde so, als ob mir einfach immer mehr der Hals zugedrückt wird und irgendwann ist aber die Luft so wenig, dass mein Gehirn abstirbt. Und wenn das so wäre. Ja. Ja, wenn es so wäre. Aber ich krieg's halt eben nicht mit. Die Luft wird immer weniger und irgendwie, ich komme halt in so einen Dusel rein und dann irgendwann bin ich weggetreten und dann war es zu spät. Als wenn es so wäre. Ja. Aber vielleicht ist das so gar nicht. Also du weißt es doch überhaupt nicht so. Also. Naja. Also versuch Ja, also dieses Frosch im heiße Wasser-Prinzip. Man wächst mit diesem Problem. Weißt du, wie du argumentierst? Also ich kann das verstehen, du argumentierst so, als wenn dir die entscheidenden Dinge schon klar wären. Und dann hast du recht. Also dann hast du recht. Also wenn die entscheidenden Dinge dir klar sind, dann hast du völlig recht. Und dann kann ich aber auch nichts mehr sagen. Also mir sind die entscheidenden Dinge nicht klar. Ich betrachte diesen Prozess und stelle halt fest, dass dieser Prozess so ist. Und dann muss ich halt meine Schlüsse da draus ziehen. Also sind dir die entscheidenden Dinge klar oder nicht? Weiß ich nicht. Ja, es ist damals nämlich. Also dann fang doch mal damit an. Also du hast recht, wenn du sagst, die alle entscheidenden Dinge sind klar. Und wenn das so ist, dann kann ich daraus Schlussfolgerungen ziehen und dann wiederum kann ich Angst oder Hoffnung und in dem Fall in der Regel ja Angst begründen. Nee, und dann kann ich irgendwelche Maßnahmen rechtfertigen, um dieses oder jenes zu, in der Regel sind es ja dann Verhinderungsmaßnahmen. Also ich arbeite mit irgendwelchen logischen Algorithmen irgendwie, die ich irgendwie prozessiere und dann arbeite ich mit Informationen und meine Informationen kippe ich halt in diese Algorithmen rein und dann komme ich zu einem Output. Wenn ich jetzt nicht alle Informationen habe, die wirklich da sind und in diese Algorithmen reinpacke, dann komme ich zu einem komischen Output, der die Wirklichkeit nicht abbildet. Wenn meine Algorithmen falsch sind, die ich benutze, dann nützt mir nichts, wenn ich da alle richtigen Informationen reingebe, dann komme ich auch nicht zum richtigen Ergebnis. Also wir müssen immer so eine Art Prozess führen, dass wir irgendwie die Informationen verifizieren, ob wir alle Informationen haben, ob die Informationen richtig sind und ob unsere Algorithmen, die wir darauf anwenden, richtig sind. Wir haben nicht eine informationslose Wirklichkeit. Also alles, was wir unter Wirklichkeit verstehen, hat immer mit Informationen zu tun. Ich bin immer informiert. Also es gibt sozusagen nicht irgendeine Art von Wirklichkeit, die eine informationslose Realität hätte. Denn egal worüber du informiert bist, du bist informiert. Und insofern können wir nicht einfach hingehen und sagen, ich habe hier so eine informationslose Realität, die gibt es einfach irgendwie und ich habe hier irgendwelche Informationen und die versuche ich zu vergleichen und wenn da eine Differenz erkennbar ist, dann stimmt da was nicht. Also wir haben keine informationslose Wirklichkeit, sondern wir haben soziale Realität und soziale Realität produziert Informationen und zwar fortlaufend und zwar ständig. Und Information ist nichts Seiendes, das existiert nicht, sondern Informationen sind Ereignisse und die verschwinden sofort wieder. Und hinterlassen einen geänderten Systemzustand, das wäre die informationstheoretische und systemtheoretische Standardantwort, die dann der Soziologe geben würde. Also Informationen existieren nicht. Ich kann auf Informationen nicht zeigen, sondern wir können sie durch Kommunikation erzeugen. Oder durch Denken. Durch Denken oder durch Kommunikation können wir Informationen erzeugen.
Also ja, es kann sein, dass also versuchen wir doch mal andersherum nachzudenken. Also wer hat eigentlich das Internet bestellt? Und die Antwort lautet niemand. Also niemand hat das Internet bestellt. Niemand hat. Die haben das auch nicht bestellt, sondern die haben erst festgestellt, dass man da was mitmachen kann, als es das schon gab. Niemand hat das bestellt. Niemand hat irgendeinen Auftrag erteilt. Niemand hat irgendeinen Wunsch geäußert, sondern wie ist das passiert? Das ist in den 70er, 80er Jahren, da waren irgendwelche Bastler, eure Eltern, vom Alter her, die haben angefangen, Computer zu vernetzen und haben angefangen, was da geht. Das war eine kleine Gruppe auf weltweit, ich weiß nicht wie viel. Das war in den 80er Jahren, gab es vielleicht nur 1000 Leute oder so, ich weiß nicht wie viel, oder 2000. Und was ist passiert? Passiert ist, dass über diesen Expertenbefassung mit dieser Technik immer mehr Menschen in die Kommunikation verwickelt wurden. Immer mehr Menschen sind in die Kommunikation verwickelt worden und irgendwann auch diejenigen, die mit der Technik selber eigentlich überhaupt keine Ahnung haben. Ja, das ist passiert. Also so ist der, und das ist nichts Ungewöhnliches, sondern genau so funktionieren Medieninnovationen. Die funktionieren genauso. Am Anfang sind es irgendeine kleine Gruppe von Technikern, die haben Telefone gebastelt. Die haben auf wenige Distanzen haben die Hallo, kannst du mich hören? Und immer wenn sie vernünftig miteinander reden wollten, haben sie das Telefon beiseite gelassen, weil es ja nicht ging. Und dann haben die 30, 40 Jahre hat das gedauert, bis diese Technik, das Telefonieren, bis das so weit ausgereift war, dass man jetzt auf einmal auch Leute sich ein Telefon zulegen konnten, die das getan haben, obwohl sie niemanden kannten, den sie anrufen würden. Denn das ist ja genau ein Anschlussfindungsproblem. Du kaufst dir doch kein Telefon, wenn du niemanden anrufen kannst. Oder du kaufst dir doch kein Auto, wenn du keine Straßen hast. Oder du steigst doch nicht in, niemand baut doch ein Flugzeug, wenn es keine Flughäfen gibt. Es muss doch das eine und das andere zusammenkommen. Und erst wenn du jemanden kennst, den du anrufen kannst, würdest du dir ein Telefon zulegen. Und das gilt für Internet genauso. Wem sollte ich eine E-Mail schreiben? Ich habe in den 90er Jahren studiert. Ich brauchte das nicht. Ich kannte niemanden, dem ich eine E-Mail hätte schreiben können müssen. Und ich hätte auch nicht gewusst, was ich da reinschreiben soll. Warum? Schönes Beispiel ist der Erfinder dieser Esperanto-Sprache. Den Namen habe ich gerade vergessen. Der hat im 19. Jahrhundert diese Esperanto erfunden. Der hatte das Problem, dass diese Sprache keiner spricht. Ja, warum auch? Weil sie keiner spricht. Und wenn eine Sprache, die keiner spricht, lernt keiner. Dann hat das eigentlich nicht geklappt. Und das ist ja das eigentlich Witzige daran, dass diese Medieninnovationen trotzdem zustande kommen können. Obwohl das eigentlich niemand braucht, niemand bestellt, niemand gefordert hat und niemand was damit anfangen kann am Anfang. Das wird benutzt, weil es nützlich ist. Nee, es wird eben nicht, es ist eben überflüssig. Das ist nämlich der entscheidende Punkt. Es ist völlig überflüssig. Niemand. Ich muss einen Brief schreiben. Dafür brauche ich ein scheiß Blatt Papier. Dann brauche ich dafür Tinte, dann brauche ich einen Briefumschlag, dann brauche ich eine Briefmarke, dann muss ich das Ding irgendwo einwerfen, ich muss die Postadresse rausfinden. Also wenn man das alles in meinem Computer. Wann ist der Viertaktmotor erfunden worden? Als man den Viertaktmotor erfunden hat, wenn man da was Eiliges zu tun hatte, weißt du, was man da gemacht hat? Man hat da nicht mehr Auto gefahren. Die Dinger waren ständig kaputt, haben gestunken und dann konnten nur wenige Leute mit zurechtkommen. Die sind zu Fuß gelaufen. Es gab bis zur Erfindung der Dampfmaschine nichts, was so eilig hätte erledigt werden müssen, dass man schneller als Schrittgeschwindigkeit sich fortbewegt. Das gab es überhaupt nicht. Das Einzige, was es gab, waren Brände. Da musste man sich eiliger als Schrittgeschwindigkeit fortbewegen. Ansonsten gab es nichts zu erledigen. Ja, also es gab nichts zu erledigen, das man mit Schrittgeschwindigkeit nicht hätte erledigen können. Das heißt also, niemand musste schneller sich bewegen. Das gab es überhaupt nicht. Und erst als man die Eisenbahn erfunden hatte, übrigens nach demselben Schema, das waren irgendwelche Professoren an den Universitäten, die haben mit Vakuum und Vakuumpumpen und so rumhantiert. Da ging es um komplizierte wissenschaftliche Probleme. Die hatten nicht irgendwie gedacht, ich will die menschliche Arbeit durch Maschinen ersetzen. Es ging um etwas ganz anderes. Es ging um die Frage, die haben mit Vakuum experimentiert und es ging um die Frage, gibt es in der Welt... Also es ging um eine theologische Frage, gibt es in der Welt leere Räume? Es ging um eine hochtheologische Frage. Und dann haben die versucht, das zu beweisen. Und über diese Experimente und über diese ganzen Annahmen, die damit zu verfahren, haben die irgendwann angefangen, dieses Kolbenprinzip zu betreiben. Also nicht nur. Niemand gebraucht. Also niemand brauchte die Dampfmaschine. Die Dampfmaschine aus 1700 noch was, da haben sie diese riesigen Geräte, die waren so groß wie ganze Häuser, haben sie dafür benutzt, um zum Beispiel Kohleminen leer zu pumpen. Ja, sicher. So. Da waren die ineffizient. Es ist ineffizient, ist aber trotzdem in dem Sinne effizient, dass ich damit irgendwie literweise Wasser aus einer Mine rauskriege. War es nicht. Das war eben, das war
nicht. Das war eben ganz genau der Punkt. Diese Dampfmaschine brauchte niemand. Es gab nichts, also denkt man die Dampfmaschine. Die Dampfmaschine kann man nur betreiben, wenn man große Mengen Kohle, wenn man Kohle sie betreibt. Mit Holzkohle geht es nicht. Die Energie ist nicht hoch genug. Große Mengen Kohle kann man aber nicht auf Pferdekarren transportieren. Aber weil wenn ich eine Kohlemine habe und so eine scheiß deshalb waren diese Pumpe Dinge, da, deshalb waren, daneben stellen muss, deshalb waren die Kohle ja schon da. Deshalb waren sie standortabhängig. Und an diesen Standorten, Kohlegruben, wo die betrieben worden sind, diese Dinger sind ständig kaputt gegangen. Also wenn es schnell gehen musste, dann haben die mit Hand gepumpt. Wir haben die naive Vorstellung, das ist eine ganz naive Vorstellung, es gäbe so irgend so einen Homo Faber, also irgend so einen Techniker, der hat so eine heile Welt und er will die irgendwie optimieren und er will diese heile Welt verbessern oder der Gegenspieler zu diesem Homo Faber macht diese dann kaputt. Und dann kommt der Rationalist und sagt, ich habe ein geeignetes Mittel, um diese Welt wieder zu reparieren. Und jetzt sagt er, das ist alles nützlich, das hat alles irgendeinen Zweck. Und fängt nun an seine Mittel zu propagieren und sagt, schaut mal, wie toll ich bin, dass ich sowas kann. Der reale Prozess, das ist nur die Selbstbeschreibung, die Gesellschaft sich ausdenkt, um die Motivation zum Mitmachen zu befördern. Der reale Prozess, dass es völlig überflüssig sich ereignet. Das Internet war völlig, völlig überflüssig. Das brauchte keiner. Und es hat bis in die 90er Jahre hinein gedauert. Ende der 90er Jahre, bis es sich so weit popularisiert hatte, dass jetzt auf einmal auch Leute wie ich, die davon überhaupt keine Ahnung hatten, mitgemacht haben. Ich brauchte das da nicht. Und auch ein Auto brauchte niemand. Und jetzt stehen wir da, jetzt sind wir verwickelt. Und das ist jetzt der entscheidende Punkt. Es entsteht Verwicklung. Und diese Verwicklung wiederum, die produziert nun ihre eigenen Probleme. Und jetzt kommt der Witz. Die produziert ihre eigenen Probleme. Und diese Medien, die sind dann plötzlich dazu geeignet, genau diese Probleme auch zu lösen. Und dann kommst du mit deiner Rationalitätsvorstellung. Ich habe einfach ein Problem und löse es. Und das kannst du dann auch. Aber versuch dir mal vorzustellen, dass die Entwicklung der Probleme, also das Zustandekommen von Problemen, dass die nicht einfach da sind, sondern die müssen genauso gelernt werden, die müssen genauso hergestellt werden wie die Lösungen. Und die Lösungen, und das ist genau der Witz an diesen Medien, die kommen zuerst zustande, die aber für unbekannte Probleme. Wir haben jetzt genau diesen Fall, diese Datenüberwachung. Wir haben jetzt ein gigantisch großes Problem, auf das wir bisher immer nur mit Angst reagiert haben oder eben jetzt diese neuen mit Hoffnung. Wir haben ein gigantisches Problem und jetzt wäre doch die Frage zu stellen, kann man das Problem nicht einfach auf der Basis der Nutzung lösen? Also der Nutzung des Internets. Und lautet die Frage, wie geht das eigentlich? Und das ist keine Frage, für die man irgendwie Hoffnung verbreiten müsste. Nur die Frage, wie geht's? Ich glaube, wir haben jetzt, vielen Dank für die Beantwortung der Fragen bis hierhin. Ich glaube, wir haben jetzt noch Platz für eine Frage, weil wir laufen jetzt schon langsam in die Zeit für den nächsten Talk rein. Wolltest du noch was anmerken? Ja, schon, aber wegen Trollen und so würde ich auch anderen Leuten vorzugeben. Okay, also ich weiß nicht, wie du drauf kommst, dass die Leute keine Angst haben. Und ich weiß auch nicht, wie du... Also ich muss zugeben, ich habe relevante Teile von deinem Vortrag einfach nicht verstanden. Aber ich meine, es ist Realität, dass heute massenhaft Leute umgebracht werden wegen fehlenden Datenschutz. Und wenn du einfach ein Horrorszenario haben willst, das nicht unrealistisch ist, in den nächsten 10 Jahren werden in Europa wegen fehlenden Datenschutz Leute erschossen werden. Wir hoffen mal, dass es nicht so ja, wo gehobelt wird, da fallen Späne. Gerne noch was Positives zum Abschluss sagen. Diese Wahrnehmung von Angstzuständen müssen ja auch in einem Bedrohungsszenario erkennbar machen. Und wenn der Kunde beim Rewe mit seiner Payback-Karte einkauft, dann ist das für den überhaupt kein Problem. Der könnte Angst davor haben, dass Kaufverhalten oder Bewegungsprofile erstellt werden, aber er hat ja selbst nichts zu verbergen oder hätte die Firma ein Interesse, diese Daten zu missbrauchen oder diese Daten weiterzugeben? Oder passiert das überhaupt, dass Daten von Ermittlungsbehörden beispielsweise bei einem Privatunternehmen abgegriffen werden? Und ich gehe ja nur bei Rewe damit einkaufen, also sind die Daten, oder gehe ich davon aus, weil ich ja kein Experte bin, dass diese Daten gar nicht relevant genug sind? Und dann greift genau der Punkt, der auch angesprochen worden ist, selbst im Kriegszustand mit einer vermeintlich oder mit einer akuten Bedrohung wird irgendwann Realität konstruiert, die gar nicht so
lebensfeindlich ist, weil sonst das Individuum ja gar nicht in der Lage wäre, überhaupt weiterhin zu existieren. Also wenn die logische Konsequenz ja eigentlich der Freitod, um diesem Bedrohungsszenario selbst gewählt zu entfliehen. Dann wird aber die Einschränkung vorgezogen vor dem Tod. Und genauso gehe ich halt mit meiner Payback-Karte dann einkaufen, weil ich habe ja keine Bedrohung dadurch. Bestärkt. Und außerdem ist es natürlich immer ein im Kleide der Bequemlichkeit daherkommendes Moment an der Stelle. Hast du dem noch was hinzuzufügen? Nee. Als Antwort? Dann herzlichen Dank. Ja? Nee, es gibt immer was hinzuzufügen. Ja, klar, das stimmt. Deswegen vielleicht informell gleich noch am Tresen ein bisschen weiter dazu. Jo, gerne. Ich fand das persönlich sehr, sehr spannend, die verschiedenen Einblicke zu diesen Konstrukten. Ich hatte in einer der letzten Antworten durchaus kurz den etwas simplifizierten Satz mit Computern lösen wir Probleme, die wir ohne sie nicht hätten, im Hinterkopf mitklingeln gehabt bei deiner doch komplexeren Antwort als das. Es war aber wesentlich mehr, worum es hier tatsächlich ging. Deswegen nochmal herzlichen Dank an Kusanowski für die Hagebuttenmarmelade. Großer Applaus. Applaus